Es geht die eigentliche Tagesordnung los. Der erste Tagesordnungspunkt betrifft die digitale Souveränität Österreichs. Da gibt es einen Entschließungsantrag von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS. Diese Parteien haben spezielle Vorstellungen, was die Stärkung der digitalen Souveränität Österreichs betrifft. Unter anderem soll geprüft werden, ob Österreich in seiner Verwaltung von Computerprogrammen, Softwareprogrammen der großen Anbieter vielleicht weggehen kann und die sogenannten Open-Source-Produkte stärker nützen. Das sind Programme, deren Quellcode frei verfügbar und von Dritten einsehbar ist und auch weitergegeben werden kann. Beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Club angehören, je 32 Minuten. Darüber hinaus wird deren Redezeit auf 5 Minuten je Debatte beschränkt. Ich komme zugleich zur Abstimmung über die eben dargestellten Redezeiten. Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Bevor wir noch in die Tagesordnung eingehen, darf ich Sie informieren, dass wir... Das Farbspiel im Plenum ist der Glasdecke geschuldet und die ÖVP sitzt zurzeit im grellen Sonnenschein. Im Empfangssalon und auch im Hansen-Lokal aufgebaut haben. Die Damen und Herren der Verbände würden sich sehr freuen, wenn Sie von den Abgeordneten noch auch heute besucht werden könnten, so Sie auch Zeit finden. Wir gehen nun in die Tagesordnung ein und gelangen zum ersten Punkt, Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über den Antrag 3407 der Abgeordneten Himmelbauer, Sorber, Oberrauner, Trautmannsdorf, Kolleginnen und Kollegen betreffend Stärkung der digitalen Souveränität durch flexibleren und vermehrten Einsatz von Open-Source-Produkten in 2137 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.